Geht's dir gut? So. Dann würde ich jetzt mal meinen, können wir eigentlich nach Harmonika zurück. Eigentlich können wir jetzt nach Harmonika zurück und einfach mal noch ein bisschen angeln, ne? Vielleicht angeln wir ja wieder in einem Boot. Oder Heilboot. Kann das sein, ne? Die Möglichkeit besteht. Cool wäre es auf jeden Fall. Weil es ist ja wieder viel Geld. So, zum Simon müssen wir jetzt auch, wenn wir sagen, wir freunden uns mit allen an, dann freunden wir uns auch mit allen an. Das bedeutet, wir müssen ebenfalls zu Simon. So. Da hast du eine Hyazinthe. Oh. Da freut er sich sogar. Vielleicht hat Marco jetzt ein Herz dazu bekommen, weil es ja schließlich ein Geburtstagsgeschenk war. Hat er sich dann wahrscheinlich so sehr drüber gefreut. Hat er sich wahrscheinlich gedacht, oh Mann ey, Geburtstagsgeschenk, voll geil Mann ey, ich habe ein Geburtstagsgeschenk bekommen, ich bin der Geilste! Ich bin der Geilste! Hat er sich wahrscheinlich irgendwie sowas gedacht. Keine Ahnung. Halt, Irene muss ich ja noch besuchen gehen. Die habe ich schon geschenkt. Gehen wir mal zu Irene. Oh, Christina, was machst du? Wie bist... Ich frag nicht. Ja, hallo Irene. Da kriegst du einen Lavendel. Da freust du dich, oder? Oh! Oh! Ja, tut sie. Wow, dass du in deinem Alter noch so springen kannst. Wie alt ist Irene eigentlich? So, jetzt hätten wir eigentlich mal alle beschenkt. Ich hoffe, ich habe jetzt mal nicht keinen vergessen oder so. Wahrscheinlich habe ich 10 Millionen vergessen, aber ist ja egal. So. Ist hier gerade irgendjemand, den ich... Ne, die beiden habe ich beschenkt. Vielleicht ist Tobi ja gerade mal da. Ey, deinen Namen habe ich vergessen. Ach ja, Paolo. Na, ich will nicht nochmal mit dir reden. Da. Da freust du dich, gell? Da freust du dich, du kleiner Schratz, du. Sagen wir mal kurz hier ein bisschen rumspielen an dir. Oh yeah, das gefällt dir doch. Gib's doch zu. Wunderbar. Ja. Tobi ist da! Hurra, hurra, der Tobi, der ist wieder da, hurra, hurra, der Tobi, der ist da. Und raus mit der Angel! Haben wir gleich wieder was hier für den Tobi. Eine Meergrundel. Da freut er sich doch. Da. Ja, freut er sich. So, jetzt noch ein bisschen rumspielen an dir. Wunderbar. So, was mir jetzt gerade einfällt, dann können wir gerade hier mal noch reingehen. Um, in die Fischerei. Um ein bisschen Zeug zu kaufen. Ne? Hallo Oskar. Oh, ich habe hier schon die meisten Rezepte. Schön.
So, mal wieder ein paar Rezepte gekauft. Hier ist sonst niemand. So, mit dir reden wir eigentlich nie. Da kriegst du einen Lavendel. Ich frag dich gerade, ob der sich auch so freuen würde, wenn wir ihm Fisch geben würden. Wenn wir ihm Fisch schenken würden, dann würde der sich wahrscheinlich auch so freuen. So wie, Tobi. Ist hier sonst jemand da? Niemand? Ja, vielleicht ein paar Rezepte. Rezepte? Nein. Nein. Na? Keine Rezepte. Was ist denn da los? Wahrscheinlich bin ich jetzt schon so ein übelster Chefkoch, wieso steht da ein Bonsai? Dass man mir keine Rezepte mehr geben muss. Ich mag Bonsais nicht. Ah! Ja, da haben wir noch ein Rezept. Pilzmarinade. Schön. Schön, schön, schön. So, dann haben wir jetzt eigentlich alles gemacht. Ja, jetzt können wir auch mal angeln gehen. Komm. Jetzt gehen wir mal angeln. Muss jetzt auch mal gemacht werden. Jetzt dürfen wir auch mal ein bisschen effektiv was arbeiten. Heute waren wir viel unterwegs. Heute waren wir sehr viel unterwegs und haben vielen, vielen Menschen eine Freude gemacht. Vielen, vielen Menschen eine Freude gemacht. Schön. Das ist doch schön, ne? Na? Mag... Ja! Hat doch noch einen angebissen. Ja, eine Badehose. Schön. Wichtig. Ja, die Badehose ist ganz wichtig, ne? Badehose ist schon ganz, 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 ganz wichtig. Ein Oktopus. Ich will doch keinen Oktopus und auch keine Badehose. Ja, genau das will ich haben. Das und nichts anderes. Genau dich und nichts anderes will ich an der Leine haben, mein lieber Heilbutt. So, jetzt komm mal raus hier. Ich angle so schnell ich kann. Ja, komm mal her. Komm her, komm her, komm her. Friss nicht so viel Energie, sondern komm raus. Alter, bedenkt's mal, wie viel Energie der frisst. Ich hab die beste Angel im Spiel, Mann. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Das ist so unmenschlich, was der Energie frisst. Na komm schon, 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 komm schon. Oh mein Gott, frisst der viel Energie. Der frisst so unglaublich viel Energie. So, erstmal ein edles Sandwich hier essen. Haben wir jetzt erstmal verdient bei diesem großen Fang. So. Die Göttinnenangel kann wieder ausgeworfen werden. Und vielleicht beißt er nochmal einen an. Wer weiß. Schön wäre es auf jeden Fall. Ah, was ist denn das schon wieder? Eine Meerbrasse, okay. Haben wir was für die Miezi. Soll ja auch nicht leer ausgehen. Hm.
Na? Na komm. Geht doch. Das müsste nochmal eine Meerbrasse sein. Jawohl. Na? Beiß doch an, jawoll. Yeah, da ist sie wieder, die Badehose. Ja, absolut wichtig, dass die Badehose anbeißt. Wissen wir, meine Freunde, alte Bauernregel, wenn man eine Badehose an der Angel hat, dann bedeutet das gutes Feng Shui. Ja. Eine uralte Bauernregel, wir kennen sie doch alle. Ja, sag mal. Das wird aber sehr, sehr gut, das Feng Shui. Haben wir ja gerade mal ein paar Badehosen hier. Mhm. Bin ich gerade irgendwie, keine Ahnung, auf so einen Badehosenrudel getroffen oder was? Das ist wahrscheinlich so ein Schwarm Badehosen mitten im Wasser. Große Völkerwanderung. Ja, vielleicht haben wir jetzt mal ein bisschen mehr Glück, wer weiß. Wir sehen's ja gleich. Nein, ich habe schon gemeint, das könnte wieder anders sein, aber es ist tatsächlich nur der normale Butt, kein Heilbutt. Hätte sein können, dass es irgendwas Besonderes ist. Nein. Wieder eine Meerbrasse. Wenn das so weitergeht, habe ich aber auch bald keine Energie mehr, um den Heilbutt zu fangen. Also ein bisschen aufpassen muss ich schon. Ja, wenn man vom Teufel spricht, da ist er wieder, der Heilbutt. Ja. Oh ja, jetzt komm her, Baby. Ja, 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 komm raus. Ja, hallo Heilbutt. Da ist er wieder. Sexy. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, das ist sexy. Komm zu Papa. Komm zu Papa. Komm raus, die Energie muss noch reichen. Alter. Gut. Heilbutt. Wunderbar, gleich zwei Heilbutt gefangen. Ja, wunderbar. Ach. Die Mizi darf ich natürlich nicht vergessen. Wo ist er denn? Na, wo ist er denn? Da, Meerbrasse. Da. Bist du eine süße kleine Mizi? Die soll sich ja freuen. Die kleine Mizi. Und über den Fisch freut sie sich sicherlich. Okay. Ich glaube, die Bar hat ab 18 Uhr geöffnet, wenn ich mich nicht irre. 16 Uhr, die hat schon offen. Aber Selina ist nicht drinnen, also interessiert es mich gerade noch nicht. Sollte ich vielleicht mal schnell heim? Schnell heim, kurz alles verkaufen, was ich so habe. Dann kann ich auch langsam mal meine Viecher wieder reinlassen. Und dann wollen wir natürlich auch noch einen kleinen Abstecher in die Brass, in Brassbar unternehmen.
Ich glaube zwar nicht, dass wir da, dass uns da irgendwie eine Sequenz erwartet, aber man kann ja nie wissen, ne? Man kann es ja nie so genau wissen. So, weg, weg. Schön. Die Badehose will ich jetzt einfach mal aufheben, weil ich weiß es noch von meiner Mutter. Die hat mir das mal gesagt, dass man bei Tobi, dass Tobi irgendwie Badehosen will oder sowas. Keine Ahnung, weil er das Meer sauber machen will. Deswegen er Badehosen will, dann will er noch irgendwie Blechdosen oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Irgend sowas hat sie mir da mal erzählt. So. Und jetzt, wo ich mich eh mit allen anfreunde, wäre das ganz praktisch, wenn ich das aufheben würde und damit vorbereitet bin. Mal wieder ein bisschen Kräutertee herstellen. Ich habe ja fast keinen mehr. Aber ich schaue gleich mal im Brass Bar vorbei, ob man da vielleicht einen Kräutertee kaufen kann. Vielleicht kann man ja einen kaufen. Dann hole ich mir da ein paar. Okay. So, meine Hübschen. Ihr dürft dann mal wieder rein. Es wird langsam mal wieder Zeit reinzugehen. Wir wollen ja nicht, dass ihr euch erkältet. So. Ah, hier haben wir gerade noch was. Jetzt kann ich gerade hier nochmal am Strand vorbeischauen und dann kann ich auch schon rüber und mal schauen, ob Selina mittlerweile in Brass Bar ist. Kann ja sein. So. Wunderbar. Wir wollen nach Harmonika, bitte. Flieg uns nach Harmonika. Wobei er wieder hingeritten. Wie heißt die Giraffe nochmal? Unique, glaube ich. Auf Unique wird mal kurz hierher geritten. So. Dann mal ab in Brass Bar. Vielleicht gibt es hier nochmal was. Aber ich glaube es ehrlich gesagt weniger. Vielleicht später, wenn man mehr Herzen hat. Ja, ja. Wahrscheinlich später, wenn man irgendwie mehr Herzen oder so. Vielleicht gibt es ja dann was. So. Hallo Heiko. Zuerst ein paar Wow, die Rezepte bei dir kosten aber na doch, ja, nicht viel da. 180. Viel ist es nicht. Was die kosten. So, gute Marinade, famose, bla bla bla. Das ist alles nichts Besonderes. Pfannkuchen. Ich mag Pfannkuchen. Nee, auch hier gibt es keinen Kräutertee. Schade. Naja, Kräutertee kann man anscheinend nicht so kaufen. Den muss ich halt herstellen. Naja. Schön wär's gewesen. Praktisch wär's gewesen. Aber man kann halt leider nicht alles haben, ne? So. Dann habe ich mich jetzt eigentlich mal um so gut wie alles gekümmert.
Die Energie ist so gut wie leer. Groß irgendwas zum Arbeiten anfangen brauche ich jetzt nicht mehr. Auch Angeln oder so brauche ich jetzt nicht mehr. Die heiße Quelle habe ich schon benutzt. Ich habe allen ein Geschenk gemacht. In die Mine brauche ich, wie gesagt, nicht mehr gehen, weil Energie. Ja. Geerntet habe ich alles. Ich habe alles verkauft. Ja, wobei, ich habe ja noch ein paar Segel, habe jetzt noch Segeln so bekommen am Ufer. Das kann ich jetzt noch ganz kurz verkaufen. Und, ja, dann haben wir eigentlich schon alles. Also so auf die Schnelle fällt mir jetzt sonst ehrlich gesagt nichts mehr ein. Es liegt einfach daran, dass ich jetzt keine Energie mehr habe. Weil, der Heilbutt einfach so viel Energie abzieht. So, weg damit, weg, weg. Habe ich... Ah, Kräuter. Euch möchte ich gerne noch hier drüben haben. Sonst gibt es keine Kräuter mehr. Okay. Ja, ich will die drei Kräuter jetzt noch kurz zu Kräutertee verarbeiten. Hexe, du bist wieder da. Schön. Ja, du sagst nichts zu deiner Arbeit, genau. Geh da mal weg. Geh da mal weg. Geh weg. Auch wenn du weißt, wo dein Platz ist, aber jetzt muss ich mal in die Küche. Wunderbar. Dann... Noch einen Kräutertee, bitte. Wunderbar. Und noch einen Kräutertee. Sehr schön. Wunderbar. So, wenn ich mich nicht irre, war es die Bratpfanne, wo wir etwas brauchen. Rezept. Ich habe ein Gericht für Spiegelei bekommen. Ah, sautierte Muscheln. Was ist sautieren? Noch nie gehört. Olivenöl und Venusmuschel. Ich habe aber kein Olivenöl. Olivenöl und Miesmuschel. Ich habe kein Olivenöl. Ah, eine Ofenkartoffel. Die mache ich natürlich in der Bratpfanne. Alles klar. Ja, die Ofenkartoffel wird natürlich nicht im Ofen gemacht. Nö, nö, die wird in der Pfanne gemacht. Butter und Kartoffel. Ja, Kartoffel dauert aber noch so lange, bis ich das bekomme. Das dauert noch so lange. Oh, ich kann einfach gebratenes Gemüse machen. Vielleicht keine schlechte Idee. Hm. Vielleicht keine allzu schlechte Idee. Muss ich mal ein paar Gedanken drüber machen. So, auf jeden Fall wird es mal Zeit, dass wir ein bisschen schlafen gehen. Ernsthaft jetzt? Wow. 250 Bergbau. Ich glaube... Ach, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel es beim Angeln war. War es auch nur 250? Soll sie weiter angeln. Dann soll sie weiter angeln. Ganz ehrlich. Ein normales Sandwich von meiner Vivi bekommen. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? So. Ja, ein bisschen Geld haben wir ja wieder verdient. Ein bisschen was. Und im nächsten Part können wir da wieder weitermachen. Können wir wieder schauen, dass wir, uns weiter um unser Gemüse kümmern. Das sollte relativ bald eigentlich schon wieder fertig sein, wenn man es mal so bedenkt. Weil, wo es mir jetzt so einfällt, lange sind die Jahreszeiten ja nicht. Ich glaube, 30 Tage sind es, wenn ich mich nicht irre. Und, ja, in Summe sind es ja gar nicht mehr so viele Tage, die da, die uns da bevorstehen. Wenn ich mich nicht irre, Marco hat, glaube ich, ein Pfannrezept gebraucht. Ich muss mir da mal irgendwann mal ein paar Gedanken drüber machen, was ich ihm jetzt,
koche, weil wir wollen da natürlich auch schon irgendwie was Gutes geben für die Bratpfanne. So ist es ja nicht. Ja, und vielleicht haben wir das Glück, mal nochmal ein kleines Herz-Event von irgendeinem anderen Paar zu erleben. Also gut, Leute, das war dem Let's Play Harvest Moon, deine Tierparade für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.